Hey, what the? Peace, Busara. Whoa. Yes. Who's asking? What is this? Who's making it talk? It. Tread carefully, human. We're here to... I don't know what tricks you're pulling, Butcher, but I'm not going down without a fight. No Butcher here. I'm a real, bona fide talking cat. Stop struggling and listen. Never! I tried. Listen, Peace. How do you do this? Talk? A little book called The Necronomicon? Ever heard of it? No. Are you kidding me? No way. Way. Oh, this is crazy. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Calmed down yet? Ugh. Listen, me and Buzz over there have come here looking for you. Your dad sent us. Oh, yeah, sure. If that's so, why haven't you untied him? Think of it as an educational pursuit. He's currently learning to stop underestimating me. Well, if we're on the same side, just set me free. In due time. Got some planetary mess to take care of first. Why did you tie up my friend? He's completely harmless. Why don't you set him free, then? Not yet. He is learning something valuable. Got anything out of your weird buddy over there? As a matter of fact, I did. Like the whereabouts of Baron Ferenczi? Maybe. I'm listening. Again, we're on the same side. As soon as you untie me, kitty. Ja, was können wir da mit der Katze machen? Wir können die ganzen einzelnen Planeten angucken. Mit den Leuten nochmal reden, Bedienfeld. Okay. Aber ich kann da nichts bedienen. Oh. Okay. Das ist wieder zurücksetzen. Okay, dann gehen wir erstmal raus. Also wir müssen wahrscheinlich hier irgendwas hinstellen, also einstellen, damit wir die richtig stellen, damit wir dann hier wieder rauskommen, nehme ich mal an. Obere linke Taste, mittlere rechte Taste. I can't reach it from here. Okay, dann wird das wahrscheinlich alles übers Benzinfeld, übers Bedienfeld laufen. I can't reach it from here. Ja, okay. Greetings, biped. Up to the left, then up to the right, then up to the middle, and back up to the right. Hello, kitty. Oh, warte. Moment. Was hat das mit den Singen auf sich? What was that singing about? Oh, just directions to Grandma's house. I have bad memory, but strong legs. Right. Tell me about your grandma. Grandma has very bad varicose veins. She does. All the doggies snap at them, diffing their sausages. Lovely. Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was er eben gesagt hat. Er war so up to the left and up to the right, meine ich, hat er gesungen. Und dann irgendwas mit up. Also würde ich mal sagen nach oben. Und beim letzten bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was er jetzt da gesungen hat. What's your name, buddy? Hey, kitty cat. I'm Nelu. I have strong legs. You sure do. What's with all the planet stuff, Nelu? Ooh, I love my planets. I used to be an astromo. Astronomer? That's it. Then one day, big metal tubular cat Starstruck hit me right in the head. It did. Bonk!
Baron, let me move in here and play with planets if I guard the gate. Hatches, everywhere we go. Hatches! Now I guard the gate. Now I play with planets. Now I play with planets. Now I guard the gate. Okay. So, how do I open this gate, Nelu? Ooh, I'm not allowed to tell little kitty cat. Baron says no one allowed. Only they look for it down there. Look for what? I don't know for sure. Big bat, I think. Big bat. Sure. Batman! Okay, wenn ich dir nochmal anspreche, singt er dann nochmal? Up to the left then, up to the right then, up to the middle and back up to the right. Hello, zurück Kitty. Zurück nach rechts, okay. Zurück und nach rechts. Okay, gut, dann probieren wir das mal. Können wir das denn so einstellen? Das ist jetzt die Frage. Also, da fällt mir vor Schreck mein Kabel hier schon runter. Hoch. Mein Kabel ist gerade etwas eingeklemmt. Es tut mir leid. So, jetzt kann ich mich auch selber wieder bewegen. Also hoch und nach links. Das soll wahrscheinlich das heißen. Und dann hoch und nach rechts. Das ist wahrscheinlich nicht das, was ich jetzt gerade mache. Ne? Dann hoch. Vielleicht noch ein zweites Mal hoch? Nee, das geht nicht. Und dann hätte ich aber wieder zurückgehen müssen. Zurück und nach rechts. Das kann ich doch hier alles gar nicht eingeben. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Mittlere Taste. Heißt das, ich kann jetzt an die Tasten ran? I can't reach it from here. Jumping conditions not adequate. Wie, Sprungbedingungen passen nicht? Alter! Ja, hoch und nach links soll ich hier eigentlich. Ah, hier oben ist noch eine. Obere rechts. Ah, okay. Hoch und nach links. I can't reach it from here. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Da müsste aber jemand anders theoretisch das Bedienfeld bedienen, oder? Ich meine, die springt so hoch und jetzt kommt sie nicht an die Taste. I can't reach it from here. Ja, komm, geh auf den Boden. Sonst kann man hier nichts. Also ich vermute mal, dass man tatsächlich dann einer, also sie muss dann hier hoch und ein anderer muss das dann machen, dass er das einstellt. Ich kann ihn gar nicht machen, okay. Calmed down yet? Ugh. Listen, me and Buzz over there have come here looking for you. Your dad sent us. Oh, yeah, sure. If that's so, why haven't you untied him? Think of it as an educational pursuit. He's currently learning to stop underestimating me. Well, if we're on the same side, just set me free. In due time. Got some planetary mess to take care of first. Ja, aber vielleicht kann sie dir helfen. Got anything out of your weird buddy over there? As a matter of fact, I did. Like the whereabouts of Baron Ferenczi? Maybe. I'm listening. Again, we're on the same side. As soon as you untie me, Kitty. Ja, die sagt immer nur das Gleiche. Inventar habe ich natürlich keins. Das heißt, wenn er mir nicht hilft und ich ihn nicht losbinden will, sage ich jetzt mal, muss ich hier dann doch irgendwas herausfinden. Das Problem ist, ich weiß halt, was ich drücken soll, denke ich. Aber die Planeten stehen halt nicht richtig. Wenn man jetzt nach... Kann man so... Moment... Moment, ich habe ja noch nirgendwo drauf gedrückt.
Theoretischerweise müsste ich so aber jetzt links schon mal draufdrücken können. So. Oben links, dann oben rechts. Dann wird es das hier sein. Aber was ist dann unten rechts? Das ist jetzt die Frage. Da oben rechts komme ich vor allen Dingen auch nicht dran. Das heißt, ich muss jetzt auf den Boden. Gucken wir mal eben. Haben wir hier unten rechts überhaupt eine Taste? Nee. Oben links, oben rechts. Das wird dann die Mitte sein. Aber was ist unten rechts? Oder kommt dann vielleicht noch eine Taste zusätzlich? Wir können ja nicht rumgehen. Okay, wir müssen das jetzt so machen, dass das nach rechts hochgeht. Also so. Ich glaube, ich verstehe das jetzt auch so einigermaßen mit den, Planeten. Verstehe nur nicht, was dann die Taste unten rechts ist. Also noch nicht. Vielleicht, wie gesagt, kommt das noch, ne? So, oben rechts, obere rechte. Aber wenn ich hier rausgehe, sind die nicht mehr drin, oder wie? Hä? Das ist ja doof. Also oben links, oben rechts haben wir jetzt. Müssten wir eigentlich die Mitte machen. Die Frage ist jetzt nur. Ach, das hat er jetzt hier registriert? Ach, guck mal. Oben links, oben rechts. Ach so, dann registriert er durch den Klick, wie das hier eingestellt ist, oder wie? Dann nach oben. Dann das gleiche Spielchen nochmal. Aber wie mache ich das dann nach unten rechts? Das ist jetzt die große Frage. Also wenn da jetzt keine Taste unten rechts rauskommt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich bekloppt. Dann weiß ich nämlich nicht, wie ich das lösen soll. Hallo? Und es kommt keine raus. Scheiße. Kann ja auch nirgendwo hin. Wird mir auch nichts angezeigt. Oh. Oben links, oben rechts, Mitte. Die Frage ist, wir müssten dann eigentlich zurück. Ach, das ist hier so ein Hinweis, dass dann die Luke aufgeht, oder was? Kann man sonst gar nicht verstehen. Das heißt aber... Wie kriege ich die denn jetzt runter? Hm. Haben wir hier... Da wird doch gar nichts angezeigt, dass wir irgendwas klicken können. Oben links, oben rechts, oben. Das zurücksetzen. Ja gut, zurücksetzen, aber zurücksetzen, dann wird das hier auch gelöscht, oder? Das ist das Problem. Und die bleiben auch immer an der gleichen Position, ne? Also egal, was ich drücke. Aber dann ist das hier raus. Wie komme ich denn da wieder nach unten? Alter Schwede. Up to the left then, up to the right then, up to the middle and back up to the right. Hello, Kitty.
Moment. Oder meinen die zurück nach rechts mit nach oben rechts? Moment, das könnte sein. Also wir stehen ja jetzt im Moment in der Mitte. Da müssen wir den in der Mitte nochmal drücken. Wenn es das war, dann lag das alles an meinem wunderbaren Bio-Kaffee. Nein, ich mache da keine Werbung für. Ja. So, Moment. Also mittlere Taste. Die müssen wir nochmal drücken. So, und wenn das dann registriert ist, sagt er ja zurück nach rechts. Komm doch mal hier hin, Gitti. Und für mich heißt zurück nach rechts, dann zurück nach oben rechts. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Aber das probieren wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Weil normalerweise sollte man ja sagen, zurück heißt dann nach unten und dann nach rechts. Also müsste man nach unten rechts gehen. Aber da keine Taste ist und auch jetzt immer noch keine erschienen ist, gehe ich mal davon aus oder hoffe mal ganz inständig, dass das dann heißt, wieder zurück nach oben rechts. Und? Es hat geklingelt, aber es hat sich nichts getan, oder? Oh, ist das euer Ernst? Ah! Ah! Ja! In your face, humans! I've been enjoying this, but I guess I'll be untying you two now. Please tell me what is going on here. All right, let's take it from the top. So this bozo walks in one night with a weird book and starts reading from it. Thus realizing he was singing the sequence to push the capstones in. Thus yet again proving feline superiority. Anything you want to say, Buzz? I'm sorry for doubting you. Also, glad we finally found you, Peace. Well, if Father trusted you too, I guess I should too. So, where is this Baron? It seems like him and his goons are about done with what they came to do here. And they're heading over to Fishmouth. Ugh, not again. Let's head down that hatch right now. And we might still catch him before they're off. After you, ladies. Looks like we're too late. The Baron's left already. And it seems he got what he was looking for. Ich ahne Fürchterliches. Who's this Baron? Why were you looking for him? What is he after? Baron Ferenczi. Just one of the many names the butcher goes by. We're both looking at the same thing here. What do you think it is they've dug out of that rock there? Es ist zu dunkel, ja. Sieht aus, keine Ahnung, wie ein Affenkopf oder sowas. Ich weiß es nicht. Wie Flügel? Nee, nach Flügel sieht das nicht aus. Obwohl, die haben ja gesagt, dass sie nach Batman suchen, ne? Also nach einer großen Fledermaus oder sowas. Looks like wings. Oh my god, that's just like in the legend. Precisely. You shall never dismiss local myths as complete nonsense. A huge pair of dragon wings, that's what they got away with. Nothing we can do about it now, Carrier. No end to the work. Ja, Drachenflügel, da braucht man gar nicht so blöd zu fragen, weil es ging ja um diese Legende, deshalb sind wir ja hier. Hast du mich gerade Träger genannt? Genau, das ist auch mal eine gute Frage. Hast du den Kommunikationsstörsender installiert? Aha, das würde ich auch gerne mal fragen. Did you just call me Carrier? That seems to be your role, yes. Oh, again with this deterministic nonsense. That's a mighty big word there, buddy. The book chose you to carry it, and there's nothing you can do about it.
Ach so, die meint das Buch. Was bist du dann? Der andere? Der andere, genau, so könnte man ihn auch nennen. What does that make you? I'm a hunter of evils. Huh, like your dad, huh? He's more of a protector of the other. So everyone has their little role in this production, huh? What's Kitty's, then? I don't want to speculate on that. Smart girl. The other. Olmstein is not like us. You think or you know? Neither. I believe. Never mind. Dragon wings, just like in the legend, but hey, I'm prepared to believe anything at this point. What does this guy need him for? They do call him the Butcher, so I can only assume the worst. Oh, right. Ich denke mal nicht an den Butcher hier von Diablo 4. Kein Ende des Werks, was meint er damit? No end to the work? What does that mean, Peace? How much of the book have you read? I read a bit of it once. It made Kitty start to talk. I was frankly too terrified to examine it since. Open it at the very last page. It's writing itself. The work is just another name for the Necronomicon, and it literally has no end. Yet. Noch nicht. Yet? Nothing lasts forever, right? One can hope. So, wait a minute. Does this mean... I don't know exactly what it means to be truthful. No one really does. What we do know is that it can change reality around it. And it might be controlled while doing so. Not by Buzz. Was it you who installed the communications jammer? I was trying to sabotage the Baron. Much good did that do. You gave us quite the headache. Literally. Sorry, I guess? How did you get past Vlad and his DJ friend? Did you have to bust out some dope rhymes? What? No, I'm stealthy. I don't think they even suspect what happened going on underneath them. So what's our next... Wait a minute. My phone's ringing, but we're deep underground. Everything's upside down around here. Dawn, is that you? Finally. Where the heck were you guys? I've been calling forever. Long story. The Butcher was here, but he gave us the slip. We did find Peace. She's here with us. Hold on, I'm putting you on speaker. Hello. Hi. So I found what was hidden in Flamel's abode. The stabilizing element. Yeah, a piece of paper with one phrase written on it. What phrase? I have it right here, one sec. A terrible storm, and three bells ringing throughout it, shall awaken the beast. Schrecklicher Sturm und drei Glocken. Gut, schrecklicher Sturm haben wir ja noch nicht. A terrible storm. This freak temp is a Hurricane Herbert, if it's to be taken literally. I seem to just nearly miss it every time I get somewhere. Until one day you won't. Schreib mir das mal eben auf. Also Sturm, drei Glocken und Biest erwecken. Three bells. There's a bell in this castle. I wonder if it has anything to do with this. And there was a bell above Flamel's place where I found this. So we look for a third one, right? If awakening the beast really is what we want. Good point. Well, is it? Oh, it sounds exciting at least. I have enough excitement in my life already. Yeah. Shall awaken the beast? Yeah, that part is a little unnerving. It is a little, true. I feel the same. It probably still needs to happen, right? Most likely, yes. It probably does. Whatever that means. So this was the constant Barnabas told me about. The stabilizing element. If only we actually knew what that meant. The Necronomicon is ever-changing chaos. If Olmstein wrote it down, whatever this phrase describes, will probably happen, for better or worse. This is all fine and dandy, but what do we do next?
I'm convinced the butchers left for Fishmouth, with a pair of dragon wings in tow. Fishmouth. Their evil festival should be in full swing by now. You and Kitty shouldn't be showing your faces here again. It's my turn to follow this butcher deep into Fishmouth's stinking guts. Not without looking like one of them creepy cultists, you're not. You need to see the voodoo gentleman about a disguise, Mr. Katype. The password is Fidelio. Tell him Kitty says hi. All right, kids. Head on over to my office. I'll meet you there once I'm done with the butcher. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!